ja noch zu. Ich kann ja noch abschließen. Ja. Dann kann keiner rein. Wo ist mein Schlüssel? Habe ich. Ah, hier ist er. Es gibt immer was zu tun. So, guten Morgen erstmal. Ich schließe die Tür ab jetzt hier, weil ich gehe nach hinten Kaffee kochen und Prince Murphy sein Futter vorbereiten. Das haben wir nämlich vergessen aufzutauen gestern. Ja, er wird es auch lutschen. Ne? Was ist er? Ja, ja. So. Ja, bis gleich. Das Summen, was ihr hört, das sind unsere mega großen Bodenventilatoren. Denn hier ist es nicht so schön angenehm wie draußen. Die Luft, ehrlich gesagt. So, wo stelle ich die Kamera jetzt hin? Ja, da wir ja gestern alles aussortiert haben, wie ihr sehen konntet in einem Ausmistvideo, haben wir heute schon zwei große Säcke in die Altkleidersammlung geschmissen. Ja, Müll weggeschmissen. Alles mit hier zum Laden einiges genommen. Also wir waren schon sehr fleißig, vor allem der Bernd, der musste das ja alles schleppen. So, und jetzt heute ist großer Arbeitstag von 9 bis 19 Uhr. Ich auch heute. Aber wir haben ja jetzt die Mittagspause hier auf der Arbeit und das ist richtig angenehm, sage ich euch. Da kann man schön spazieren gehen. Das ist schön. Ja, ich mache jetzt eben alles fertig, setze den Kaffee auf und dann melde ich mich nochmal wieder. So, du wartest schon ganz artig, ne? Ja, es gibt jetzt. Komm! Snappy, sitz. Warte. Okay, fein, super gemacht. Ich habe da ein bisschen heißes Wasser reingemacht, dass es auftaut. Es ist jetzt, ja, zumindest nicht mehr so eiskalt. So. Also, ich sag euch, ich freue mich richtig, richtig, wenn unser Haus fertig ist und also alles endlich alles ausgemistet ist, also erstmal alles fertig ist. Aber worauf ich mich auch sehr freue, ist auf ein schönes, gemütliches Bett. Denn wir schlafen ja zurzeit auf dem Sofa. Und ich werde jede Nacht um 5 Uhr wach. 5:15 Uhr. Und weiß nicht mehr, wie rum ich mich drehen soll. Weil mir alles wehtut. So Schultern. Dann auch, wenn ich mich dann umdrehe, dann tut mir der Bauch weh. Also ist nicht so schön, darauf zu schlafen. Das kann man mal machen, Wochenende oder so. Aber zur Dauerbenutzung ist es nichts. Also das Wasserbett ist zum Glück schon weg. Das haben wir ja abgebaut und ist schon lange weg. Das müssen wir nicht mehr machen. Aber das Aussortieren, das wird noch weitergehen und auch im Garten das Abbauen und Entsorgen. Da haben wir echt noch einiges vor uns. Ja, wir hoffen, dass wir diese Woche auch die Schlüssel kriegen fürs Haus, dass das klappt. Und dann kann ich euch erstmal zeigen. Dann gibt es eine Roomtour oder wie heißt das? Erstmal so von vorher. Und dann geht's los mit den Renovierungsvlogs. Ja. Und dann geht's ans große Einrichten. Also einiges können wir auch mitnehmen, aber wir müssen auch einiges Neues kaufen. Ich habe bei IKEA schon richtig den Warenkorb voll. Und ich hoffe, dass ich das alles da bestellen kann, dass es. Also nicht, dass es geliefert wird, sondern so, dass man es da abholen kann. Dass die das alles zusammenpacken und dann holt man es nur ab. Das hoffe ich. Hm.
Will eigentlich nicht. Na, wie lange ist das denn her? Ja, eigentlich nicht. Ja, also, ich war jetzt gerade mit Miss Murphy spazieren und das war so angenehm, weil es so kühl ist heute. Es hat sogar ein bisschen gefisselt, aber nur ganz leicht. Und ich konnte das erste Mal seit 2-3 Wochen das so richtig schön entspannt spazieren gehen, ohne so, oh, ist das heiß und ohne zu kleben und ohne Kreislaufprobleme. Das war richtig, richtig angenehm und entspannt. Miss Murphy ist auch so richtig frei gelaufen. Ah, das war herrlich. Ich wurde gefragt in dem letzten Video, also das, was heute online gekommen ist, was wir für Sprudler haben. Ich rede mit der Kamera! Ich dachte mir, dass ich wieder ein Landgespräch ja? Das sind, die haben wir aus Ungarn mitgebracht. Die passen auf jede normale Flasche und überall, wo Kohlensäure drin ist, kann man das dann so... Moment. Ich erkläre gerade unseren Sprudler, weil jemand gefragt hat. Und dann kann man halt so... Warte. So. Jetzt geht es natürlich nicht vorbildlich. Ich schüttle einmal noch umdrehen. Ja. Das ist eine Medium-Mineralwasserflasche. Man bräuchte idealerweise... Haut er da? Sein Horn. Ach ja, keine Fuß. Nein. Ja, und die sind voll toll. Sehr zu empfehlen. Ja, wir haben noch gerade ein Süppchen für uns, dann können wir frühstücken. Meine erste Kundin habe ich schon fertig gearbeitet und die nächste kommt gleich. Und ich habe Hunger. Die Mutti hat Hunger. Ich habe ein bisschen abgenommen. 0,05 Gramm. Also 50 Gramm oder so laut Waage. Aber egal, das ist besser als zugenommen. Ich habe ja schon 7 Kilo zugenommen. Und jetzt, wenn es kühler ist, dann hat man auch wieder mehr Appetit, finde ich. Ja. So, so. Heute ist Montag. Bitte? Ja. Nix. Ah, alles gut. Heute ist Montag, das heißt, heute ist Einkaufslisten- und Wochenplantag. Heute wollten wir eigentlich wieder Spargel machen mit Kartoffeln. Das wollten wir letzten Montag auch schon, aber gibt's nicht. Also wir holen ja immer Tiefkühlspargel bei Aldi oder Edeka. Es wäre uns schon mittlerweile egal woher, aber gibt es nicht. Dann mache ich so ein, am Mittwoch mache ich so einen Eintopf. Der ist dann mit Weißkohl, Möhre, Paprika und so einer Erdnusssoße mit Reis dazu. Donnerstag gibt es Salat und Kartoffelecken aus dem Backofen, weil wir haben ja noch so viele Kartoffeln im Garten, die wir ernten können, die gibt es dann am Donnerstag. Freitag gibt es die Reste von dem Eintopf mit dem Weißkohl. Samstag gibt es Zucchini-Suppe, die war super lecker, die ich letzte Mal gemacht habe von Chef Koch. Wenn ich sie finde und wenn ich dran denke, werde ich sie unten verlinken. Als Dankeschön, mein Schatz. Als Fleischbällchen-Ersatzdinger, da hatten wir die Würstchen von Beyond Meat, diese Sausage, und die habe ich uns als Fleischbällchen gemacht. Und Sonntag machen wir Döner selber. Mit diese Schnitzel, die gibt es, die haben wir bei DM geholt von Vegans. Und das ist so eine fertige Suppe. Bernd macht da immer noch Spargel rein oder manchmal auch Erbsen. Und hier. Dazu gibt es das Kürbiskernbrot zum Dippen. Könnte ich mir auch belegen, aber ich habe jetzt nur noch eine Viertelstunde Zeit. Deswegen esse ich wacker. Ich habe meine Kamerablende verloren. Ah, wir haben Mittagspause, sind hier schön spazieren. Und jetzt wollte ich gerade was filmen und da ist mir aufgefallen, ich habe die Blende verloren. Jetzt suchen wir hier alles ab. Das ist nicht so schlimm, die kriege ich bestimmt nachgekauft. Aber es ärgert mich trotzdem. Oh. Schön, ne, der alte Zug? Das Murphy hat sich erschrocken. Sehen, wie das See gesprungen ist? Ja, klar. Ja, wird bestimmt hier gleich auftauchen.
Komm, du kleines junges Reh. Hat er? Ja. Murphy, komm! Hier war das auch, wo das Murphy hin abgehauen ist. Na, nicht so weit. Aber das ist das, was ich meine, was ich euch erzählt habe, dass da hinten alles zu ist. Dass der hier nicht weg kann, zum Glück. Außer er springt ins Wasser. Dann wäre der Bernd auch noch hinterher geschwommen. Ja, ich wäre da hochgekommen. Er mag das Zeckengebiet sehr. Aber wir haben jetzt bestimmt seit 4 Wochen keine Zecke, bitte? Meinst du? Ja, nein. Ja. Das ist süß. Das Reh. Er ist wieder außer Atem. Wie dein Papa. 5 Minuten Sport, 3 Stunden schlafen. Da geht das Schwänzchen. Was hast du da? Ja, gestern haben wir auch ordentlich was geschafft, ne? Ja. Du meinst ausmisten, ne? Zu Hause. Ja. Sehr viel mehr haben wir geschafft. Können wir Handy liegen lassen mit FaceTime? Können wir machen. Das Murphy hat's gefunden. Und direkt ins Schnäuzchen genommen. Aber egal, es ist da. Und Bernd ist ganz glücklich. Sein neuer Toaster ist angekommen. Wo hast du den bestellt? Ja, ich war hier in 2 Geschäften gucken. Ja. Gab es halt kaum Auswahl, nur diese komischen 2-Schnitt-Toaster. Und ich habe das halt gerne, da der Hunger ja immer plötzlich kommt bei meiner Frau. 4 Schlitze. 4 Schlitze oder ja, 2 große? Doppelschlitze. Na, hier nichts Vergleichbares gab halt, so was ich haben wollte. Ich wollte gerne mit Defrost-Funktion. So, falls ihr euch wundert, das Geräusch ist Murphy mit dem Knochen. Ich wundere mich auch gerade. Oh, was ist das denn? Ein Riesenschlitz. Kannst ein Steak drin grillen. Ja, super. Haben die das falsch geschickt oder hast du das falsch bestellt? Jetzt muss ich sofort checken. Ja, und wir waren gerade in einem türkischen Supermarkt und haben uns türkischen Tee geholt. Und weil wir nicht so eine tolle türkische Teekanne haben, haben wir das mit einem Teebeutel gemacht. Und der schmeckt sehr lecker. Das war einfach der günstigste. Wir haben uns extra beraten lassen. Meine Kundin ist nicht gekommen und hat nicht Bescheid gesagt. Moment. Meld mich sofort wieder. Also, ich war gerade auf Instagram und hab's versucht mit der Story, weil also ich hab da niemanden gefolgt oder halt niemanden schon so welche angeklickt, aber nicht wirklich geguckt, was sie da machen. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass manche so in den Stories, dass man da so, also wie so ein Vlog ist das, dass die so morgens, keine Ahnung, Kaffee trinken und dann auf einmal laufen die rum und das kommt alles nacheinander. Und da wollte ich fragen, könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, die sich auskennen, macht Instagram das automatisch, dass das so zusammenschneiden? Also man macht einfach mehrmals am Tag eine Story und dann schneidet Instagram das zusammen oder wie läuft das? Ja, ich habe jetzt gerade auch eine Story hochgeladen, oder wie alle das sagen. Und ich mache gleich noch eine und dann sehe ich das ja auch, wie das so ist. Ich mach Essen. Du machst jetzt Essen? Ja, aber ich Hunger. Ja, okay. Dann? Ich passe auf den Hund auf, ja. Und erzähl noch was.
Denn ich habe euch gerade erzählt und gezeigt, dass wir uns den Tee geholt haben. Und da hatten wir erst überlegt, uns so eine Teekanne zu holen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese türkischen Teekannen. Also unten ist Wasser drin und oben ist Tee drin. Und wenn man dann halt einen Tee trinken will, dann nimmt man so einen Schuss von dem Tee und den Rest füllt man mit Wasser auf. Und dann haben wir gedacht, das wäre ja voll cool, wenn wir uns die holen. Haben schon geguckt wieder bei Amazon, weil das ist ja echt also verführerisch, dass man da alles mit einem Klick bestellen kann. Aber die Vernunft hat gesiegt, denn wir haben den Tee ja jetzt auch getrunken mit diesen Teebeuteln einfach. Ohne Kanne. Und klar wäre das toll, wenn man mal Tee kocht, dass man die Kanne hat, aber eigentlich am Ende, wie oft trinkt man so einen Tee? Sag ich mal, einmal die Woche oder so. Und selbst wenn man es öfter macht, ist es eigentlich Schwachsinn. Erstmal wäre es wieder Geld, die kostet so 20, 30 Euro, je nachdem, was man für eine Kanne bestellt. Und zweitens nutzt man es am Ende doch nicht. Und dann, wenn wir in ein paar Jahren wieder umziehen, dann müssen wir wieder aussortieren und alles bei eBay Kleinanzeigen verscheuern. Also bis jetzt hat die Vernunft gesiegt. Hier ist Murphy. Murphy, möchtest du einen mehligen Pfirsich? Ich habe jetzt rausgefunden bei Insta, dass wenn man die Story so macht, dass sie das automatisch hintereinander schneidet. Insta, Instagram. Also, ja. Ihr könnt jetzt öfter mal auf Stories hoffen von mir. Allerdings habe ich dann das Gefühl, dass ich doppelt vlogge. Einmal hier für YouTube und einmal für Instagram. Und Bernd hat wieder lecker für mich gekocht. Spaghetti, Spitzkohl, Möhre, Zwiebel. Was ist da noch drin? Ein bisschen Liebe und ein bisschen Schmucke. Danke, Herr Bernd. Nein, weiß ich nicht. Das ist sehr lecker. Spitzkohl, Zwiebeln, Salz, Zucker ein bisschen, und du hast Öl ein bisschen, Möhren. Und du hast unter erschwerten Umständen gekocht, weil die ganze Zeit war jetzt viel los. Das ist schön, das ist so als Langeweile. Ja, ich weiß. So, ich verabschiede mich eben vom Vlog. Ich verabschiede mich eben vom Vlog. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt gar nicht mehr gevloggt, weil es ist voll viel passiert. Wir waren mit dem Hund spazieren. Dann haben wir die ganze Zeit ein Passfoto gesucht für Calvino oder von Calvino für seinen Schülerausweis, weil das muss er unbedingt morgen abgeben. Ja, dann war Bernd schon kurz davor, zum Laden zu fahren und eins auszudrucken. Dann haben wir es doch noch gefunden und hinbekommen. Jetzt backe ich noch Brötchen auf, weil wir kein Brot mehr haben für morgen, für die Schule. Und so, ja, und jetzt ist schon wieder 8:45 und ich muss das Video noch schneiden und dann kann ich mich hinlegen und schlafen bis 5-6 Uhr und dann geht es wieder von vorne los. Gut, ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss!